Neue Formate in der Computerspiele. Vielleicht unsere Nacht des nacherzählten Spiels, unser ganz eigens entwickeltes Poetry-Slam-artiges Format, in dem Spielerinnen und Spieler einfach 10 Minuten Zeit haben, ihr Lieblingsspiel nachzuerzählen, ohne jegliche Vorgaben. Und 6 von ihnen einen Abend bestreiten und zum Schluss das Publikum abstimmt, wer es am besten gemacht hat. Die Tabus gibt es da nicht, also sagen wir mal so, da gelten dieselben Regeln wie überall im Journalismus, in der Berichterstattung, natürlich eine gewisse Sorgfalt. Jeder ist da sicherlich, also gerade Gamerinnen und Gamer haben natürlich immer noch mal so eine besondere Verantwortung, wenn sie ihr Medium nach außen, die müssen ihr Medium nach außen vertreten. Es gibt sehr viele Menschen immer noch in diesem Lande oder überhaupt auf der ganzen Welt, die nicht so viel mit Spielen zu tun haben und die dem Ganzen so ein bisschen desorientiert gegenüberstehen, die nicht so richtig wissen, was sie damit davon zu halten haben. Und also wir werben eigentlich immer dafür, dass man diesen Leuten auch so ein bisschen die Hand reicht, ihnen zeigt, komm, guck mal, ich zeig dir mal so ein Spiel, guck mal, das ist cool. Und einfach eine positive Ausstrahlung irgendwie auf das Medium lenkt.